Also kurz vor Strecken machen wir ganz einfach Stabilität ein bisschen. Gar nicht so ein bisschen locker. Und spürst du schon, dass man zittert? Ja, halt ja super mit. Und so, ja. Sehr gut, noch 10 Sekunden. Warte mal. So viel Controlling im Unstabilität, was ich denn auch brauche. So muss man so einmal links, einmal rechts auf die Strecke bleiben. Schön kontrolliert. Und du hast gesagt, du liebst den Medizinball. Also ich muss kämpfen, dass ich die 100 bleibe. Achso, Kompliment. Wie du das super mitmachst. Aber schön Strecke. Scherbe so weg von diesen Strecken. So, vom Ball bleiben. Rechte Ballstrecke. Halten. Halten. Ganz wichtig. So, Konzentration. Weil das eigentlich mal und dann macht. Ich hatte es mit der Zeit. Ja. Jetzt nur komplett rollen, komplett ziehen. Das arbeiten wir jetzt. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Immer so ein bisschen Finale. Umso länger, umso mehr bleibt, umso bessere Kontrolle. Umso Ball ja. Der erste, der rausfällt, macht 20 Schritte. Ready? 1 Minute und los. Ich mach sie dann auch. 1 Minute probieren. 1 Minute. Also bis jetzt ist jede mal unten geteilt, dann können wir schon. Mal so, dann Strecke ziehen. Zieh mal ein Beispiel. Zurück. Ganz vor. Wir laufen 25 Minuten, 15 sind absolviert, Geschwindigkeit 10. Das sind 30 Minuten länger als ich sonst immer laufe von dem her. Du siehst ein bisschen aus, als würdest du auf der Strafbank sitzen. Sieht so leicht aus eigentlich. In der Einstellung. Jetzt schon viel hier. Du machst beim Rennfahren auch immer nur Pause, weil so sieht es gerade aus hier. Aber. Ganz ehrlich, wieso ich das Training mache, dass ich Reserve habe im Auto? Also ich spüre mich nicht, ich bin so im 16 Auto gefahren, ja, hat sich immer durchgekommen. Rennsmotor, oder? Ja, wir machen das. Und dann wieder. Thank you.
Morgen wird es mir dreckig gehen. Schwimmende Abschluss-TRX-Stunde. Eine Stunde Vollgas. Du siehst immer noch total fit aus. Ja, ist auch nicht die erste Stunde, aber nichtsdestotrotz, langsam komme ich auch ins Schwitzen. Also Ralf, Training ist vorbei, du siehst irgendwie noch ziemlich gut aus. Ich muss sagen, ich spüre es ziemlich überall. Wie geht's dir? So weit, so gut, weil es wäre schlecht, Saison beginnt schon bald. Das heißt, ich muss fit sein, ich will fit sein. Wir haben das auch schon öfters gemacht. Wobei, Kompliment, du hast dich echt super gehalten. Du hast mir auch gesagt, du hast dich etwas darauf vorbereitet. Also passt, auch Essen war super, super happy. Kompliment dafür. Dankeschön, ja, ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich habe mich doch etwas vorbereitet aufgrund deiner Ansage, dass es anstrengend wird. Aber ich muss sagen, es war sehr interessant, mal zu sehen, wie ein Rennfahrer sich vorbereitet. Vielen Dank dafür auch, dass wir dabei sein durften. Und dann drücken wir natürlich die Daumen, dass es jetzt durch die Saison hier gut geht, sowohl gesundheitlich als auch vom Fahrerischen. Dankeschön. Danke, dass ihr da wart. Nur noch kurz, es war ein kleiner Einblick ins Wintertraining. Rennfahrer haben den Vorteil, wir können fast alles machen, im Sommer auch Mountainbiken langlaufen. Im Winter heißt es natürlich Kraftaufbau, 2-3 Kilo zulegen. Ich glaube, das haben wir diesen Winter geschafft. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Danke. 2-3 Kilo kann ich anders leichter zulegen, aber gut, das ist was anderes. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf unserer Seite onthegrid.de. Ist absolut zu empfehlen. Dankeschön. Thank you.